Ja, ich finde es ja immer gut, wenn ihr mit den Vokabeln euch selber alles erbasteln könnt. Ich möchte jetzt mal erstmal ein eher typisches periodisches Signal nehmen. Naja, soll periodisch sein. Und so weiter und so fort. Und dann nehmt ihr euch jetzt mal von hier bis hier über eine Periode P oder T. Ich nehme jetzt T. Mal die Entwicklung zur Fourier-Reihe von n gleich minus unendlich bis plus unendlich für die Cn mal e hoch 2 Pi mal i mal, ich mache es direkt im Komplexen, das ist weniger zu schreiben, das n-fache noch da rein, t durch t. So, und dann sollte man drauf haben, die Cn bekomme ich ja mit 1 durch t über die Periode integriert. E hoch minus 2 Pi i, hoffentlich erkennt man es noch, deshalb rede ich ja noch parallel, n mal t durch klein t durch groß t die Periode mal f von t dt. Ja. Hier sei erwähnt, dass wir haben jetzt hier eine Periode. Ich kann natürlich auch sagen, ich nehme von hier bis hier, das wäre t halbe und minus t halbe. Das sage ich auch relativ oft. Lasst euch nicht verwirren. Minus t halbe bis t halbe, wenn euch das begegnet. Und so könnte ich jetzt auch sagen, die Schreibweise hier, die mir dann ja jetzt die Funktion neu ausdrückt, f von t, könnte ich auch so schreiben, dass ich das Cn hier komplett ersetze. Ich mache es jetzt mal so. Multipliziere jetzt hinten nicht mal Cn, sondern für Cn schreibe ich jetzt 1 durch t von minus t halbe bis t halbe e hoch minus Pünktchen, Pünktchen, Pünktchen mal f von t dt. Wenn man da sicher ist, kommt man durch die ganzen Rechnereien auch gut durch. Und jetzt der Hinweis, ich habe jetzt hier eine Funktion, die periodisch ist, bis ins Unendliche, sich also immer wiederholt. Ich schnappe mir also jetzt hier einen Teil raus, entwickle dann, und wenn ich dann die Geschichte jetzt wieder plotten lasse, dann sieht es genauso aus. Ich kann jetzt genauso gut sagen, ich nehme mir eine Funktion raus, die so nicht periodisch ist. Sage mir jetzt, ich nehme mal wieder von, das ist alles Spielerei, das macht einen ja dann nicht mehr knirre. Ich nehme jetzt wieder von 0 bis t. So, dann nehme ich mir von der nicht periodischen Funktion einen Teil raus, entwickle, habe dann die Reihe. Und wenn ich die dann plotten lasse, dann sieht die genauso aus wie die hier, also genauso wie gerade. Ich könnte mir jetzt auch den Teil hier rausnehmen, von hier bis hier. Und dann denkt das Paket hier, ich habe eine periodische Funktion entwickelt. Und wenn ihr die dann plotten lasst, dann würde die überall in dieser Periode so aussehen wie das Stückchen hier. Mal gucken, ob ich das jetzt hinkriege. Irgendwie so, ne? Also das Stückchen hier, nochmal das Stückchen. Und hier auch immer so weiter, ne? Weil vom Grundverständnis her, dass ich dann eben bei einer nicht-periodischen Funktion mir einen gewissen Bereich rausnehme und den dann genauso gut entwickle. Und wenn ich dann die Reihe dann eben habe, die Funktion ausgedrückt habe und plotten lasse, dann sieht sie überall genauso aus, wiederholt wie das Stückchen, was ich mir dann eben rausgefischt habe.